Willkommen zurück, Freunde. Dennis hier, aka Fragrance Dog aus Hamburg. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Und gleich vorweg für alle Neuen, die das erste Mal hier auf meinem Kanal sind, abonniert mich, drückt die Glocke, folgt mir, das würde mich natürlich freuen. So, wollt ihr riechen wie ein CEO, wie ein Boss? Und ja, wisst nicht, welche Düfte ihr tragen müsst, dann. Es ist auch nicht so einfach als Boss, den richtigen Duft rauszusuchen. Ich kenne das, ich weiß das, also glaubt mir, wenn man mal vor seinen Mitarbeitern steht und oder mit denen zusammenarbeitet, kommt auch daran, wie ihr natürlich das, was für ein Verhältnis ihr natürlich, ob das cool, ob das locker, ob das, ne, wie auch immer ist, das ist ja bei jedem anders. Ich finde immer persönlich, sollte man zu seinen Mitarbeitern ein sehr gutes, eine sehr gute Beziehung, sage ich immer, führen. Trotzdem müssen sie wissen, wer der Chef ist, logischerweise, und man sollte sich nicht auf dem Kopf rumtrampeln lassen und so weiter und so fort. Also es sollte gar nicht erst dazu kommen und so weiter. Das ist so meine Meinung. Und ich habe hier Düfte, die auf jeden Fall ein CEO trägt, ja. Also ich trage sie auch und ich weiß, dass auch andere große Bosse, Chefs, CEOs, die tragen. Und wir fangen mal an. Und zwar der erste Royal Oud von Creed. Für mich ist es der beste Creed-Duft, das wisst ihr. Das ist noch die alte Version von 2015. Ich weiß jetzt nicht, wie die neue riecht. Sie soll ja verwässert worden sein, aber trotzdem noch gut sein. Ich hoffe es, weil irgendwann geht der mal leer. So, aber dieser Zederduft, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen rauchig auch im Hintergrund, ist so genial. Mit Abstand der beste Creed. Und das wird dafür immer und ewig bleiben. Das ist ein richtig geiler Duft. Ich weiß, ich habe auch schon gelesen, mache ich nicht. Natürlich ist das Geschmackssache, aber richtig nice. Und als Chef, CEO oder Boss kommt der richtig gut im Anzug, vor allen Dingen auch sehr, sehr nice. So, der nächste ist ein sehr starker Duft. Wenn ihr aber unterwegs seid, ihr könnt ja nicht immer, am besten auch eine kleine Puddel hier in der Anzugtasche, Hosentasche haben, das, was man so sieht, das ist nicht schön, und der Nachsprühen, nein. Nehmt einfach Ombre Nomade. So, das ist auch ein Bossduft. So, das ist, der ist sehr stark, hält den ganzen Tag dieses Oud, Leder. Es macht ihn einfach männlich und es macht ihn, hier bin ich, ich bin der Boss. Das ist wirklich so. Es ist ein sehr, sehr genialer Duft. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass der nach Kuhstall riecht, wie viele meinen, mich annähernd. Ich finde, der ist richtig gut gelungen. Richtig schöner Duft. Ombre Nomade ist auf jeden Fall ein CEO-Duft, ein Boss-Duft, wie auch immer ihr es nennen wollt. Auf jeden Fall passt er. Also das trägt man auf jeden Fall, wenn man oben steht. So, wenn man oben steht, will man aber auch im Sommer mal nicht natürlich nur so eine starken Düfte tragen, sondern nimmt man Louis Vuitton Afternoon Swim. Wirklich. Perfekt mit weißem Hemd, weil im Sommer ist es heiß, da kannst du nicht mehr das Jackett und etc. anhaben, aber das will man ja nicht immer. Und dann ist dieser Duft einfach erfrischend. Das ist wirklich eine Erfrischung mit Orange, mehr müsst ihr nicht wissen. Amber ist da auch noch dran, aber Orange, Orange, Orange und frisch. So, und das er ist so genial. Wow, absolut nice. Sehr geil, mehr muss man da nicht zu sagen. So, dann haben wir den einzigen Designer in dieser Reihe, und zwar Dior Homme, das Parfüm, ja, Rose, Leder, von allerfeinsten, 16 Stunden mindestens Haltbarkeit, pudrig, damit seid ihr schon der heftigste CEO, und wenn ihr dann natürlich noch eine Mitarbeiterin habt, was weiß ich, die auf euch steht und dann diesen Duft trägt. Wir wollen jetzt nicht abschweifen und so einen Quatsch labern, aber ne, mit Augenzwinkern ein bisschen Spaß. Aber das ist wirklich ein richtig eleganter Duft. Obwohl er pudrig ist, obwohl er sehr stark ist, ist aber richtig sexy. Für mich der beste Dior Homme, habe ich immer schon gesagt, einer meiner Signaturdüfte. Immer schon gewesen.
Das ist noch die erste Auflage. Ihr seht es ja auch, dass hier nicht mehr Deo, dass hier noch nicht Deo steht. Also, oh, lange nicht getragen. Ich habe ihn leider im Winter nicht getragen, vergessen. So viel Düfte, da kommt man leider nicht immer dazu. So, der nächste, ja, ist auch ein Rosenduft, ein etwas stärkerer Rosenduft. Viele sagen, oder ich sage, der riecht wie L'Oreal, dieses, was die Damen immer tragen, dieses auch, was ältere Damen auch mal benutzen, dieses goldene L'Oreal Haarspray da, und zwar Alexandria 2. Das ist ein Duft. Ja, diese Rose da drin, denn das Oud, das ist schon von allerfeinsten. Und damit habt ihr natürlich ein richtiges Auftreten. Das trägt ein Chef, auch ein älterer Chef. Und oh ja, den hast richtig diese Haarspray. Und ich meine jetzt hier nicht diese Haarspray-Note wie bei Montal. Nein, das meine ich nicht. Sondern eine richtige gute, kein Mist. Richtig schöne Haarspray-Note mit dieser leicht süßlichen Rose, denn dieses leicht süßliche Oud. Es ist keine Schokolade drin, aber es riecht für mich so ein bisschen im Hintergrund so. Also Alexandria 2 ist perfekt für ein CU. Wirklich. Sehr, sehr geil. Es werden ihn nicht nur die ich kenne, es werden wahrscheinlich den viele tragen. Genauso wie die nächsten, und zwar Opera. Ja, das ist natürlich von allerfeinsten. Das ist auch schon Endstation, was ein Duft angeht. Und oh, Blumigkeit von allerfeinsten, so perfekt zusammengefügt, richtig nice, elegant, Luxus. Wirklich, wenn ihr schon weiter geschafft habt, wenn ihr schon groß seid, wenn es läuft, dann dieser Duft. Auch perfekt für die Oper, das spielt jetzt hier keine Rolle, aber man geht ja vielleicht mal in die Oper, logischerweise mit, ne, mit den anderen Chefs, man trifft sich und dann macht man was weiß ich was. Und ja, da ist Opera per Fakt. Businessgespräche, Meetings und so weiter. Sehr nice. Opera. So, und zu guter Letzt, war ein bisschen schwierig, war mir nicht so sicher, ob ich den nehme von Roger Parfüm, und zwar Diaghilev oder Diaghilev. Ja, dieser 1000-Euro-Duft. Also, das ist ein Oldschool-Duft. Animalisch, Haarspray auch hier, ich sage mal Haarspray-Note. Sprühnebel hier habt ihr gesehen. Und das weiß ich, dass den viele Chefs, Bosse, CEOs tragen. Und ich habe ihn auch. Ich finde ihn wirklich gut. Trage ihn nicht so oft. Den kann man nicht immer so oft tragen. Aber oh, es ist diese Blumigkeit. Dann wirklich, das ist auch Boss. Ne? Das muss man aber mögen. Es ist ein bisschen oldschool. Es ist schon ein bisschen älter. Das muss man mögen, aber wenn man auf dieses Luxus steht, das ist wirklich Luxus im Flakon. Ob der 1000 Euro kosten muss, das lasse ich jeden selbst. Das ist also, man kann doch übertreiben, und Swarovski-Steine, aber ganz ehrlich, Swarovski-Steine sind ja nicht mal, sind so und so. Also, Swarovski-Steine ist ja immer schön und manche feiern das ja, aber ganz ehrlich, im Endeffekt ist das nur verfeinertes, schönes Glas. Es ist kein Diamant. Es ist nicht immer Kristall, sondern immer schön, schön verfeinert. Das ist, ja, come on. Ne, aber 1000 Euro, ne, es ist einfach wie in Louis Vuitton, muss man für ein T-Shirt 700 Euro ausgeben. Ihr wisst doch ganz genau, dass das nicht so ist und dass das auch gar nicht den Wert hat. Es ist einfach nur, es soll sich nicht jeder leisten können und man will einfach damit irgendwas haben. So, hier 1000 Euro, das ist ja noch nicht mal der teuerste. Ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Sein teuerstes ist ja, glaube ich, 3000 Euro. Und ja, aber man muss das manchmal machen. Und wenn man das will, wenn man sich abheben will, wenn man sagen will, hier so und so, obwohl ein richtiger Boss sagt nicht, wie teuer das ist und haut auch nicht hier, ich habe dies, ich habe das. Ganz ehrlich, das muss man nicht. Ne? Also, es ist ja so wie ich. Ich muss auch nicht ein Livestream auf alles antworten. Was manchmal angeht, hast du dies, was trägst du da? Muss man nicht immer. Wenn ich mal Bock habe, mache ich das, sage ich das, zeige ich das. Aber wenn man mich ständig fragt oder so, ich bin einfach einer, muss man nicht. So, man kann natürlich auch durch die Weltgeschichte rennen und sagen, hier, ich habe dies, ich habe das, ich habe Louis, ich habe dies. So, aber muss man nicht. So, und genauso, man trägt ihn einfach, er ist dabei. Und mehr muss keiner wissen. Ihr seid Boss. Auch mit dem Duft. So, das waren sie. Also, wenn ihr CEO werden möchtet,
irgendwann mal Chef sein möchtet und so weiter. Arbeitet hart, ne? Arbeitet immer, fast immer, hört nie auf, gibt nie auf und dann tragt den Duft für euch noch, gibt euch noch mehr, ja, Power. Es ist wirklich so. Wenn ihr so einen Duft tragt, nicht wegen 1000 Euro, ich kann jetzt auch den, die sind ja alle jetzt nicht so günstig. Es ist einfach, ach, wie soll ich das? Also, ihr werdet es sehen, wenn ihr selber da seid. Und es ist schon ein geiles Gefühl, weil man was geschafft hat, nicht weil man der Boss ist. So viele verstehen das ja falsch und meinen dann, ja, ich bin dann und ne, die fallen aber auch ganz schnell. So und hart arbeiten ist ganz wichtig und dann nicht abdrehen, weil dann habt ihr von eurer harten Arbeit eventuell irgendwann nichts mehr. So und ja, deswegen, ich möchte nicht die abschweifen, aber das ist so mein, ja, zwar meine Düfte für als Boss oder für den CEO, wie auch immer. Und ja, ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut. Fürs Erste.